Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. There's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. And you're not in love with him, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. And hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. Well, there is something bothering me. Schon sehr gut. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe. Go ahead and lie to me and make me believe. And you're not in love with him, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's why not? Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hi. Das war ein knappes Höschen. Puh, ja, in der Tat. Mein Name ist Lukas, wobei mich eigentlich tatsächlich alle Bruce nennen. Bin 26 Jahre alt und wohne in Weiden in der Oberpfalz. Aber wie kommt das mit Bruce, weil du heißt Lukas? Warum genau Bruce? Tatsächlich seit dem ersten Lebensjahr. Irgendwie, das war so, ja, irgendwie, ich bin vom Krankenhaus heimgebracht worden und mein Bruder hat zu mir gesagt, der Burzel. Der Brutzel. Oh, der Brutzel oder Burzel, irgendwie sowas. Und da ist dann Bruce draus geworden und selbst die Lehrer wussten nicht einmal, dass ich Lukas heiße. Also das echt war wirklich, jetzt? Ja, tatsächlich. Alle, einfach alle nennen mich Bruce. Ja. Dein Ding, Lukas, der Ding ist, ich dachte, was kann ich sagen, weil ich nicht drücke? Weil manchmal, nicht mit dir, manchmal, ich habe das Gefühl, du kannst keine Sachertorte aus Kaka machen. Aber hier, das war nicht dein Ding. Okay. Verstehst du? Danke. Nein, manchmal ist es das Gefühl, dass... what? Verstehst du? Continue. Ich hab das verstanden. Ja. Das aber mit dir... Fuck. Jetzt dreh dich raus, komm. Wie kommt er da jetzt wieder raus, ist die Frage. Ja. Mit dir, ich dachte, es ist super cool. Mhm. In Sachertorte Level, du bist. Du bist schon eine Sahnetorte. Nein. Das nehme ich. Danke schön. Ist doch gut. Ist, kann man lassen. Ah! Weil ich kein Böser bin, kann ich nur ganz kurz, hast du verstanden, dass ich nicht bedeutete, dass du diese Sachertorte aus Kakadin, hast du verstanden, weil du bist übercool. Alles gut, ja, kein Problem. Okay, danke. Alles cool, machen wir weiter. Alle bleiben cool. Bruce, das war crazy, also das war wirklich, also man sitzt hier und man versucht sich ja vorzustellen, wer ist dann dahinter? Und gerade bei diesen tiefen Tönen, das ist geil. Ich finde es tatsächlich ein bisschen lustig. Deine Sprechstimme ist ja viel höher, oder? Also als diese tiefe. Ich dachte, jetzt kommt jemand. Es kommt drauf an. Ah, ne. Nee,
In der Früh sehr tief, 2 Oktaven ungefähr, und dann geht sie wieder hoch. Ah, also, okay. Ich muss sagen, es hat lange gedauert, bis wir gebuzzert haben, aber nicht, weil du nicht von vornherein beeindruckt hast mit deiner Stimme, sondern weil vor allem mich die tiefen Parts abgeholt haben. Bei den hohen habe ich so eine leichte Unsicherheit gemerkt. Und da würde ich versuchen, mit dir dran zu arbeiten, aber diese Stimmfarbe, die du hast, die ist ganz, ganz, ganz besonders. Und schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir uns umgedreht haben und dass du für uns gesungen hast. Dankeschön. Also, dieses Ding mit der tiefen Stimme ist irgendwie geil. Und ich habe überlegt, ob ich dich reduzieren soll auf den Trick, dass du so ganz tief singen kannst. Und ich finde, dass dir das nicht gerecht wird, weil du auch die anderen Töne, die jetzt nicht diesen Moment hatten, total schön, sauber und stabil ausgesungen hast. Und ich bin gespannt, wenn man jetzt vollkommen auf den Trick verzichten würde, ich nenne es mal Trick sozusagen, oder auf das Kunststück, so tief zu singen, was da noch übrig bleibt. Ich fände es einfach wirklich interessant und spannend, mit dir zu arbeiten und zu gucken, was sonst noch geht. Bin ich auch gespannt. Vielen Dank. Dankeschön. Bruce, hast du das Gefühl, dass du dich schon entscheiden kannst? Ich glaube ja. Jo. Irgendwie von vornherein war mein Gedanke, zum Markt zu gehen. Aber? Kamrat hat echt schöne Sachen gesagt. Aber ich glaube, ich muss auf mein Bauchgefühl hören und trotzdem zum Markt gehen. Ah! Sehr gut. Freut mich sehr. Sorry, Bro. Sorry. Alles gut. Wonderful, sorry. Hey, alles gut. Das war sehr, sehr schön. Glückwunsch.